Wir haben letztes Mal uns über die Schleife, über die Wiederholungsanweisung ausgetauscht und wir haben die sogenannte While-Schleife durchgearbeitet. Das war eine Wiederholungsanweisung, die kopfgesteuert ist. Das heißt, eine Wiederholungsanweisung, wo die Entscheidung, ob der zu wiederholende Teil tatsächlich durchgemacht wird, am Anfang des Konstrukts steht. Und dem gegenüber steht die zweite Variante, die sogenannte Do-Schleife, die eine fußgesteuerte Schleife ist. Und wir sehen, das beginnt mit dem Wörtchen Do. Dann kommt die Anweisung, die durchzuführen ist. Und wenn es mehrere sind, dann ist es eine Verbundanweisung, wie immer, also in geschwungenen Klammern. Und das Ganze wird abgeschlossen vom Wörtchen While, gefolgt von einem logischen Ausdruck in runden Klammern, gefolgt vom Strichpunkt. Und die Logik ist genauso wie vorhin, nämlich, dass diese Anweisung so lange durchgeführt wird, solange dieser logische Ausdruck wahr ist. Wenn wir unser Beispiel zur Fakultätsberechnung heranziehen, zur Demonstration, dann habe ich das jetzt mal einfach irgendwie technisch umgestellt. Das heißt, ich habe die While-Schleife durch eine Do-Schleife ersetzt. Sie sehen wieder, was Neues gegenüber dem letzten Beispiel ist rot. Und wir sehen hier das Wörtchen Do, dann die Anweisungsklammern für diese beiden Anweisungen und das abschließende While i kleiner gleich n. Die Repräsentation als Struktogramm oder Nassi-Schneidermann-Diagramm wäre hier, das unterscheidet sich bei der von der kopfgesteuerten Schleife dadurch, dass eben hier das liegende L am Ende ist und man also von oben rein. Und das heißt, man kommt jedenfalls hinein und am Ende wird geprüft, ob man es allenfalls nochmals wiederholt. Sie erinnern sich an meine Buchhaltungstabelle, die ich jetzt genauso wie am Freitag Ihnen hier vorführe. Die Tabelle ist gedanklich hier hinter dem Schlüsselwort Do angesiedelt, also bevor der Schleifenrumpf, wie wir die zu wiederholende Anweisung nennen, also Schleifenrumpf, vor diesem Schleifenrumpf steht. Wir befinden uns also vor dem ersten Durchlauf. Das I hat den Wert 2, die Fakultät hat den Wert 1, beides wegen ihrer Initialisierungen. Und damit das Beispiel jetzt nicht zu lange dauert, haben wir uns hier vorgenommen, dass der Benutzer gleich die Zahl 1 eingibt. Also es wird versucht, 1 Fakultät zu bestimmen. Der nächste Schritt, wir sehen das im Kontrollfluss jetzt hier, ist, dass Fakultät hochmultipliziert wird, indem I darauf multipliziert wird. Also ich wiederhole, abgekürzte Anweisung hier, der neue Wert der Fakultät bekommt den alten Wert der Fakultät multipliziert mit I zugewiesen. Also I ist 2, der alte Wert ist 1, 1 mal 2 ist 2, also muss jetzt Fakultät den Wert 2 haben. Dann wird I um 1 erhöht, jetzt wird I 3 und jetzt wird geprüft, ob I kleiner gleich N ist. 3 ist nicht kleiner gleich 1 und damit endet diese Schleife auch gleich. Und wir geben also aus, 1 Fakultät ist gleich 2. Das entspricht natürlich nicht der Definition, weil 1 Fakultät muss natürlich 1 sein, wenn Sie sich hier die Definition anschauen. Also haben wir beim Umstellen dieser Schleife einen Unsinn gemacht. Das liegt eben daran, dass wir die Schleife mindestens einmal durchlaufen, obwohl wir ja schon am Freitag festgestellt hatten, dass aufgrund der konkreten Initialisierungen mit Fakultät mit 1 und I mit 2 im Falle von n gleich 1 die Schleife gar nicht durchlaufen müssten. Und nachdem wir jetzt auf eine Do-Schleife umgestellt haben, haben wir das Programm sozusagen verschlimmbessert. Das Gleiche gilt natürlich erst recht, wenn ich n gleich 0 eingebe, 0 Fakultät, wir wissen, es ist 1, liefert natürlich genauso gut 2. Diese Umstellung war inhaltlich falsch, weil sie nicht problemadäquat war, aber technisch gesehen sehen Sie jetzt, wie so eine Do-Schleife aussieht. Und es gibt eben viele Fälle, wo die Schleife ohnehin mindestens einmal durchlaufen werden muss, aufgrund der Aufgabenstellung. Und da bietet sich dann eine Do-Schleife oder so eine fußgesteuerte Schleife eben an. Jetzt erinnern wir uns wieder zurück an die richtigere Lösung der Fakultätsberechnung mit der While-Schleife. Und ich habe da oben 3 Bereiche markiert, die archetypisch sind. Also das sind 3 Bereiche, die in dem Programmieren von Schleifen sehr, sehr häufig vorkommen. Wir sehen, dass diese Schleife buchhalterisch gesteuert wird über die Variable i. Also die Variable i hat irgendwie sozusagen die Aufpasserfunktion in dieser Schleife, dass die Schleife richtig durchlaufen wird und insbesondere auch entsprechend oft. Und solche Variablen muss es nicht geben, gibt es aber sehr häufig. Und wenn es sie gibt, dann ist das Muster typischerweise jenes, dass die Variable hier am Anfang, also vor dem Schleifeneintritt, mit irgendeinem sinnvollen Startwert belegt wird. Sehr häufig ist das 0, 1, in unserem konkreten Fall sogar 2. Der zweite Teil dieses Musters ist, dass im Schleifenkopf geprüft wird, ob diese Variable
einen bestimmten Grenzwert noch nicht erreicht hat. Und am Ende der Schleife, nachdem der Schleifenrumpf der eigentliche durchgeführt ist, wird diese Variable weitergeschalten, sagen wir, also von einem buchhalterischen Wert auf den nächsten gesetzt. Das kann ein Hochzählen sein, wie in diesem Fall um 1, das kann ein Dekrementieren sein, das kann auch eine beliebige andere Änderung dieser sogenannten Laufvariable sein oder Zählvariable. Und dieses Muster tritt sehr, sehr häufig auf und deshalb gibt es dafür auch eine Abkürzung. Die Abkürzung heißt Vorschleife. Der Name kommt vom Schlüsselwort. Anstelle von while steht jetzt for am Beginn der Schleife. Der Schleifenkopf, also das Programmstück zwischen den runden Klammern, ist allerdings wesentlich komplexer als in der while-Schleife, weil es nämlich alle drei Bestimmungsstücke, die ich Ihnen da oben vorgestellt habe, nebeneinander enthält. Sie sehen hier, es wird die Laufvariable oder Zählvariable initialisiert. Dann kommt ein Strichpunkt. Im zweiten Segment hinter diesem Strichpunkt wird geprüft, ob die Zählvariable noch im erlaubten Bereich liegt. I kleiner gleich 1 im konkreten Beispiel. So, diese Prüfung hier rutscht hier herunter, wird wieder von einem Strichpunkt abgeschlossen. Und im dritten Block wird diese Fortschaltung dieser Zählvariable eingetragen. Und das Vorteilhafte dieser Darstellung ist, dass man eben diese drei die Schleife steuernden Aspekte des Programmstücks ordentlich nebeneinander aufgereiht sieht. Also ich sehe sofort, das ist eine Schleife, die also gesteuert wird von der Laufvariable i, weil die da hier überall vorkommt. Ich sehe, dass die Laufvariable mit 2 beginnt. Ich sehe, dass ihre Grenze eine obere Schranke ist, repräsentiert durch die Variable n. Und ich sehe, dass sie nach jedem Schleifendurchlauf um die Zahl 1 erhöht wird. Und der eigentliche Schleifenrumpf, was zu passieren hat, dass nämlich die Variable Fakultät multiplikativ erweitert wird um jeweils den Wert i, der ist jetzt irgendwie leichter ersichtlich, weil er eben von diesen Buchhaltungsaspekten, die sind noch da oben eingebaut sind, befreit ist. Im konkreten Fall brauchen wir auch nur noch eine Anweisung. Wir können also auf die geschwungenen Anweisungsklammern verzichten. Ich mache nur darauf aufmerksam, dass jedes einzelne dieser drei Segmente auslassbar ist. Und im Extremfall kann man also auch hinschreiben, vor, Klammer auf, Strichpunkt, Strichpunkt, Klammer zu. Und damit hat man eine Endlosschleife programmiert, weil überhaupt keine Bedingung mehr geprüft wird und das entspricht der konstanten Bedingung true. Wir schauen uns jetzt hier einfach noch einmal diese drei Bereiche genauer an. Dieser Vorbereitungsbereich enthält Anweisungen, die vor dem ersten Durchgang der Schleife durchgeführt werden. Und wir haben in meinem Beispiel gesehen, dass eine Laufvariable i einen Wert zugewiesen erhält. Das ist ganz klassisch. Es kann aber auch durchaus sein, dass die Laufvariable erst an dieser Stelle vereinbart wird. Man könnte also hinschreiben, for int i ist gleich irgendetwas. Eine solche an dieser Stelle vereinbarte Variable ist dann sichtbar innerhalb der Vorschleife, aber nicht außerhalb. Dieser Fortschaltungsteil, der dritte Teil, ist ein Ausdruck, der eben den nächsten Schleifendurchgang vorbereitet, also typischerweise irgendeine Art von Zuweisung. Und die Bedingung, zu der ist nichts weiter zu sagen, das ist ein ganz normaler logischer Ausdruck, der wie bei einer While-Schleife vor Eintritt der Schleife eben geprüft wird. Den Ablauf können Sie hier nachlesen. Damit haben wir mittlerweile drei Schleifen kennengelernt. Die While-Schleife als kopfgesteuerte Schleife, die Do-Schleife als fußgesteuerte Schleife und die For-Schleife als eine Abkürzung einer bestimmten Form von While-Schleife, also auch kopfgesteuert. Jetzt möchte ich noch einmal auf die Break-Anweisung eingehen, die wir schon kennengelernt hatten. Sie erinnern sich, wir haben die Break-Anweisung benutzt, um in einer Mehrwegverzweigung hinter der von der entsprechenden Stelle, wo also unsere Anweisung, die im konkreten Fall durchzuführen ist, steht, bis ans Ende dieser Mehrwegverzweigung, dieses Switch-Statements, zu springen. Wir haben also Break benutzt, um die Switch-Anweisung zu verlassen. Und wir haben damals schon gesagt, Break ist auch in der Lage, die unmittelbar umgebende Schleife zu verlassen. Und das sehen Sie an dieser Stelle hier. Eine Schleife von der Form etwa, while eine Bedingung B erfüllt ist, führe durch verschiedene Anweisungen, die hier nicht näher ausgeführt sind. Und an irgendeiner Stelle steht für den Fall, dass eine weitere Bedingung C erfüllt ist, Break, Strichpunkt, verlasse die Schleife. Dann wird an dieser Stelle die Schleife sozusagen brutal verlassen. Man verzweigt
hinter das Ende dieser Schleife. Und damit haben wir, und ich habe das auch beim Diskutieren des Switch-Statements bereits angedeutet, eigentlich ein verkapptes Go-To-Statement, also einen verkappten Sprungbefehl, der ja im Sinne der strukturierten Programmierung vermieden werden sollte. Allerdings ist Break nicht ganz so schlimm wie ein beliebiger Sprungbefehl, weil Break ganz klar signalisiert, ich kann ausschließlich ans Ende einer Schleife oder einer Switch-Anweisung springen und nicht irgendwohin im Code. Aber dennoch nehmen wir bitte zur Kenntnis, dass Break bei Switch-Statements fast unumgänglich ist, da muss man es verwenden, während es bei While-Statements, also bei Schleifen, im Normalfall relativ einfach vermieden werden kann. Und wenn Sie sich dieses Beispielmuster ansehen, so ist es ein leichtes, dieses konkrete Muster ohne Break zu formulieren, indem man einfach in den Schleifenkopf eine weitere Bedingung aufnimmt. Was sagt hier das C? Macht die Schleife durch und sollte die Bedingung C erfüllt sein, höre ich auf mit der Schleife. Anders ausgedrückt, mache ich mit der Schleife nur dann weiter, wenn dieses C hier nicht erfüllt ist. Und dann gehe ich da hoch und prüfe noch einmal das B ab. Also es muss das C nicht erfüllt sein und es muss das B erfüllt sein. Und das kann man natürlich genauso auch hinschreiben. Solange B erfüllt ist und gleichzeitig nicht C erfüllt ist, führe die Anweisungen durch. Also das ist im Wesentlichen eine Äquivalenztransformation, die uns erlaubt, das Break hier nicht zu benutzen. Wenn Sie sich aber vorstellen, dass dieser Schleifenrumpf relativ lang ist und dass Sie irgendwo ganz in der Mitte des Schleifenrumpfes auf die Idee kommen, es liegt ein Sonderfall vor. In diesem Sonderfall macht es keinen Sinn, die Schleife weiter fortzuführen. Dann ist es manchmal schon sehr praktisch, wenn man nach Erkennen dieses Sonderfalls einfach mit dem Wörtchen Break die Schleife auch aus der Mitte des Schleifenrumpfs heraus verlassen kann. Ich habe die Fakultätsberechnung Ihnen als Beispielprogramm genannt. Ich habe sie programmiert mittels einer While-Schleife, dann mittels einer Do-Schleife, das war keine gute Idee. Und danach haben wir festgestellt, dass die spezifische Form der While-Schleife, so wie sie insbesondere im Fakultätsprogramm vorkommt, genau dem Muster der Vorschleife entspricht, sodass ich jetzt in dieser Wiederholung hier die While-Schleife durch eine Vorschleife ersetzt habe und außerdem das Ganze jetzt zur Übung wieder mal in ein vollständiges, ablauffähiges Programm verlegt habe. Der einzig wirklich rote Fleck ist das Int hier. Das ist nämlich der Hinweis, dass wir die Laufvariable i nicht da oben irgendwo vereinbaren müssen, sondern einfach an dieser Stelle, wo wir sie brauchen. Sie wird also hier innerhalb der Vorschleife vereinbart. Aber Achtung, außerhalb der Vorschleife können Sie dann nicht mehr auf diese Variable i zugreifen. Sie können also etwa hier in dieser Ausgabeanweisung auf die Variable i nicht zugreifen. Sie ist uns aber auch nicht wichtig, denn sie hat ja ihre Bedeutung am Ende dieser Schleife verloren. Bitte denken Sie darüber nach, beziehungsweise probieren Sie es einfach aus. Was das größte N ist, das Sie hier eingeben können, sodass das Ergebnis, das mein Programm hier ermittelt, überhaupt noch plausibel ist oder richtig ist. Welches ist das größte N, für das noch ein korrektes Ergebnis erwartet werden kann? Und wenn Sie die Antwort wissen, dann schreiben Sie sie bitte in unser Diskussionsforum und bekommen von mir wieder einen Sonderpunkt, der Ihnen dann beim ersten Prüfungsantritt angerechnet wird. Und wenn Sie so ein Programm selbst schreiben, dann bitte ich Sie jeweils zu beherzigen, dass wir solche Programme noch durch eine weitere Schleife ergänzen, die außenrum geht, die im Wesentlichen die Bedeutung hat, dass das Programm so oft durchlaufen wird, so oft es der Benutzer eben durchlaufen möchte. Das heißt im konkreten Beispiel, dass das Programm nicht nur eine einzige Fakultätsberechnung durchführt, sondern beliebig viele Fakultätsberechnungen. Was immer hier die Antwort für diese Denksportfrage ist, die Art und Weise, wie ich diese Frage formuliert habe, lasst schon darauf schließen, dass dieses N kein besonders großes N ist, weil eben die Fakultät eine sehr schnell wachsende Funktion ist, sodass wir sehr schnell aus dem Wertebereich des Datentyps Integer draußen sind. Und wenn man das zur Kenntnis nimmt und sagt, es gibt ohnehin nur eine Handvoll Zahlen, für die dieses Programm die Fakultät berechnen kann, dann könnten wir, und das ist jetzt auch wieder nur eine Wiederholung und eine Übung, anstelle der Schleife einfach ein Switch-Statement machen, wo wir die jeweiligen Ergebnisse im Kopf ausrechnen oder mit dem Taschenrechner ausrechnen und einfach hinschreiben. Also
Sie schreiben hin, wenn das N zum Beispiel 3 ist, dann möge die Fakultät die Zahl 6 sein. Oder wenn das N 4 ist, möge die Fakultät die Zahl 24 sein und so weiter und so fort. Und wenn das hier eben nur eine kleine Anzahl von Zeilen ist, dann würde sogar diese Umwandlung der Schleife in diese Mehrfachverzweigung einen Sinn machen. Das ist aber jetzt nur in diesem ganz konkreten Beispiel plausibel, weil eben die Fakultätsberechnung so allgemein, wie ich sie auf der letzten Folie gezeigt habe, eigentlich absurd ist, weil wir ohnehin nur für sehr wenige Eingangswerte N ein richtiges Ergebnis erwarten können. Sie sehen jetzt, dass das Programm durch diese roten Zusatzteile dahingehend erweitert wurde, dass man eben die Fakultät beliebig oft berechnen kann. Ich habe im Wesentlichen hier eine Du-Schleife eingeführt. Warum eine Du-Schleife? Naja, mindestens einmal wird der Benutzer die Fakultätsberechnung ja wohl durchführen wollen, sonst hätte er oder sie das Programm ja gar nicht gestartet. Also ist das ein typisches Beispiel für eine Schleife, wo es ausreicht, wenn man die Wiederholungsbedingung am Ende prüft. Gut, dann habe ich hier eine Ergänzung vorgenommen. Ich habe nämlich gesagt, okay, Null-Fakultät wissen wir ohnehin, was es ist. Das ist 1, da braucht uns das Programm gar nicht zu helfen. Daher verwende ich die Zahl 0 hier jetzt nicht, um ein weiteres N zum Berechnen zu definieren, sondern ich verwende die Zahl 0 als Zusatzcode, der sagt, dass der Benutzer jetzt keine Lust mehr hat, weiterzurechnen. Also, geben Sie N ein, irgendeine sinnvolle Zahl zwischen 1 und dem größten N, das halt möglich ist. Wenn Sie 0 eingeben, wollen Sie das Programm beenden. Die Eingabe selbst ist gleich geblieben und jetzt kommt hier zusätzlich eben eine entsprechende Verzweigung. Hier wird geprüft, ob N ernst gemeint ist, nämlich größer als 0 ist, dann soll die Fakultät von N berechnet werden. Ist aber N gleich 0 oder auch im Extremfall negativ, dann soll nichts passieren. Und wenn ich die Fakultät berechnen will, dann sehen Sie hier die Fakultätsberechnung, so wie sie auch bisher schon programmiert wurde. Und die gesamte Schleife lautet jetzt eben, solange das N größer als 0 ist, wiederhole diesen Berechnungsschritt. Damit der Berechnungsschritt bei 0 nicht passiert, dass nicht jedes Mal, wenn ich das Programm aufrufe, ich es mit 0 Fakultät gleich 1 beende, gibt es eben in der Mitte dieser Schleife noch diese zusätzliche Bedingung, damit das nur dann passiert, wenn N einen sinnvollen Wert hat. Gut, dieses Muster führen Sie, was immer das Programm berechnet, durch, solange der Benutzer dazu Lust hat, sollten Sie sich eben zu einer Gewohnheit machen, dass alle unsere Programme mit einer solchen Wiederholungsschleife ausgestattet sind. In meinen Bildschirmprogrammen, also in diesen Fernsehkochprogrammen, verzichte ich gelegentlich darauf, einfach um Platz zu sparen. Damit beenden wir für heute das Besprechen von Schleifen. Wir werden dann viel später noch einmal auf das Konzept der Schleife zurückkommen. Sie sollten also jetzt in der Lage sein, sowohl syntaktisch als auch von der Bedeutung her, die drei Schleifentypen while, do und for zu unterscheiden. Wirklich brauchen tut man nur eine, also man kann alles, was man ausdrücken will, nur mit der While-Schleife zum Beispiel ausdrücken. Aber es ist eben ganz praktisch, wenn man für die diversen Geschmacksrichtungen von Wiederholungsanweisungen entsprechende Ausdrucksmöglichkeiten hat. Gehen wir jetzt zum nächsten großen Teil des Kapitels Anweisungen, nämlich zur Einführung der sogenannten Unterprogrammtechnik. Ich möchte das anhand des Beispiels, das Sie unten sehen, dieses Struktogramms, gerne motivieren. Und zwar behaupte ich, dass wir hier in einem Anwendungsbereich sind, wo wir sowohl die Zahl M-Fakultät als auch die Zahl K-Fakultät ausrechnen wollen. Das heißt, wir wollen die Fakultät für zwei verschiedene Werte ausrechnen. Und natürlich haben wir keine Lust, sie an dieser Stelle zu programmieren und an dieser Stelle nochmals. Das ist einfach mühsam. Sie müssten den Fakultätscode hier einfügen, Sie müssten ihn hier einfügen, Sie müssten ihn hier ein bisschen abändern, weil überall dort, wo da M steht, müsste dann K stehen und so weiter. Und wenn Sie sich geirrt haben und beim Fakultätsprogramm einen kleinen Fehler haben, müssten Sie den Fehler hier ausbessern und hier auch wieder ausbessern. Das ist also gar keine gute Idee, sondern die wirklich gute Idee ist, dass man die Fakultät ein für alle Mal an einer bestimmten Stelle im Programm definiert und dann jeweils diese Stelle benutzt, wenn man die Fakultät ausgerechnet haben will. Also, wir laufen hier herunter, machen irgendwelche Anweisungen. Nun kommen wir zu einer Anweisung, die den Wert M-Fakultät benötigt. Und jetzt springen wir hier an eine bestimmte andere Stelle im Programm, die den Zweck erfüllt, dass die Fakultät berechnet wird. An dieser Stelle wird
allgemein gesagt, dass es ein Programmstück ist, das N-Fakultät berechnet. Sie sehen also, die Ergebnisvariable f wird mit 1 belegt. Hier haben wir die Schleife, die von i gleich 2 bis n geht. Da wird eben die Fakultätsvariable aufmultipliziert. Und zum Schluss wird das Ergebnis dieser Berechnung bestimmt durch den Inhalt der Variable f. So, und wenn ich sage, mach das jetzt bitte für mich, ich möchte es aber für m machen und nicht für n, dann muss ich hier beim Aktivieren dieses sogenannten Unterprogramms, dieses speziellen Programmstücks sagen, das, was hier n heißt, soll jetzt mit m belegt werden. Das ist nämlich die Zahl, für die ich hier in meinem rufenden Programm oder Hauptprogramm, wie wir das nennen, die Fakultät benötige. Gut, also dieses n, das hier lokal definiert ist, wird jetzt irgendwie mit m belegt. Dann machen wir das alles durch und am Ende steht hier, das Ergebnis ist der Inhalt von f. Und mit diesem Ergebnis springen wir dann zurück an die Stelle, wo wir das N-Fakultät benötigt haben. Sind ganz glücklich, rechnen damit weiter, machen weitere Anweisungen und jetzt kommt eine Anweisung, die K-Fakultät benötigt. Also wir aktivieren wieder dieses Unterprogramm, sagen diesmal ist das N, das hier steht, das K, das hier steht, rechnen jetzt noch einmal mit dem neuen Wert die Fakultät durch, kommen wieder hierher, wo das Ergebnis definiert wird und liefern dieses Ergebnis zurück an die Stelle, wo wir das Unterprogramm aufgerufen haben. Teil eines Programms ist an anderer Stelle formuliert, so wie hier. Wir nennen das ein Unterprogramm und bei Bedarf, also etwa hier oder hier, kann dorthin verzweigt werden. Das haben wir hier mehrfach gezeigt. Und diese Verzweigung in ein Unterprogramm nennen wir den Aufruf eines Unterprogramms. Und sobald wir fertig sind mit dem Unterprogramm, wird wieder an die Stelle, wo ich hergekommen bin, zurück verzweigt. Ja, das ist so eine Art Hänsel- und Gretel-Mechanismus. Egal, wo wir weggehen, es werden sozusagen Spuren gelegt, dass das Unterprogramm immer weiß, wo es wieder zurückspringen muss. Wenn ich das Unterprogramm von hier aus aktiviert habe, komme ich wieder an diese Stelle zurück. Wenn ich es von hier aus aktiviert habe, komme ich an diese Stelle zurück. Als nächstes werden wir dieses Beispiel konkretisieren. Ich habe tatsächlich eine Anwendung gefunden, wo wir die Fakultät, die wir vorhin programmiert hatten, an zwei Stellen brauchen. Mathematisch betrachtet ist es keine besonders intelligente Anwendung, weil ich habe den sogenannten Binomialkoeffizienten ausgerechnet. Also eine Zahl aus der Kombinatorik. Und für die Leute, die noch nie Binomialkoeffizienten n über k, wie man das ausspricht, gesehen haben, die mögen sich dadurch bitte nicht abschrecken lassen. Es ist einfach eine Formel aus zwei ganzen Zahlen, n und k. Und hier steht, wie diese Formel berechnet wird, nämlich es ist der Quotient aus n-Fakultät dividiert durch k-Fakultät mal n-k-Fakultät. Also wir haben hier eine Formel, in der die Fakultät sogar dreimal benutzt wird. Ja, Sie sehen hier drei Rufzeichen. Und jetzt habe ich die klassische Programmstruktur wiederverwendet. Also eine Schleife, die so lange läuft, als der Benutzer Lust hat. Wir geben jetzt brauchen jetzt natürlich zwei Werte, n und k, zum Berechnen. Der Wert n dient auch als Code, um zu signalisieren, dass der Benutzer keine Lust mehr hat, nämlich wenn er 0 eingibt, das ist die gleiche Logik wie vorhin. Wenn also n gleich 0 ist, wird da gar nichts mehr gemacht. Wir kehren ans Ende dieser Schleife, solange n größer als 0 ist und hört insgesamt auf. Sollte aber n einen sinnvollen Wert haben, wird der Benutzer noch einmal nach einer Eingabe gefragt, nämlich den Wert k. Der Wert k wird eingelesen und dann kommt schon das Ergebnis. Diese relativ komplizierte Formel kann man dann relativ leicht hinschreiben. Wir sagen, n über k ist gleich und dann kommt der Rechenwert. Und der Rechenwert ist jetzt fak, Klammer auf n, Klammer zu, für diese Fakultät, dividiert durch dann eine Klammer für den Nenner, bestehend aus fak von k, das ist diese Fakultät, multipliziert mit fak von n minus k. Und diese drei Wörtchen fak hier sind Aufrufe unseres Unterprogramms zur Berechnung der Fakultät. Es handelt sich um ein sehr spezielles Unterprogramm, nämlich eines, das einen Rechenwert zurückliefert. Also zum Beispiel, wenn ich fak von 1 hier hinschreibe, dann kommt dann die Zahl 1 an dieser Stelle zurück. Und ein Unterprogramm, das einen Rechenwert liefert, nennen wir Funktion. Deshalb steht hier, dass das die Aufrufe der Funktion zur Berechnung der Fakultät sind. Also das ist vielversprechend. Wir haben eine relativ komplizierte Formel, wo dreimal die Fakultätsberechnung vorkommt und konnten die im Wesentlichen in einer einzigen Programmzeile hier übersetzen. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie schaffen wir es,
dass wir ein Unterprogramm FAQ basteln können, das eben die Fakultätsberechnung sozusagen heraushebt aus unserem Programm. Ich habe eine kurze Frage. Ja, gerne. Sorry, das while n größer 0, das verwirrt mich gerade ein bisschen. Ich verstehe nicht, warum es dort unten ist. Es ist deshalb dort unten, weil diese Schleife von dem Do bis zu diesem While hier, ja, alles, was hier passiert, das ist ja die eigentliche Anwendung, die wir hier basteln. Und diese Anwendung soll so oft durchgeführt werden zum Ausprobieren, damit man verschiedene Binomialkoeffizienten ausrechnen kann, solange Sie als Benutzerin Lust dazu haben. Und ich habe jetzt, nachdem wir hier kein grafisches User-Interface haben, wo wir irgendwie Quit oder so als Button ausformulieren, einfach mir überlegt, dass ich, wenn Sie zum 27. Mal ein neues N eingeben wollen an dieser Stelle, also eigentlich passiert die Eingabe hier, dass Sie dann durch die Eingabe einer 0 signalisieren können, ich habe die Nase voll, ich will nicht mehr. Damit wird dann nicht mehr gerechnet. Sie sehen, hier steht if N größer als 0, also bei N gleich 0 wird das nicht mehr gemacht. Sie fallen da herunter und hier wird jetzt geprüft, ob das N noch ein sinnvoller Wert war. Dann beginnen Sie wieder mit dem nächsten Durchgang oder ob N gleich 0 ist. Wenn N gleich 0 ist, ist N größer 0 falsch und Sie hören mit dem Programm auf. Also das ist das gleiche System wie vorhin, wo wir die Fakultät berechnet haben, beliebig oft, anstelle, dass man hier in der Variable N nur den Parameter, der zu berechnen ist, eingibt, wird das irgendwie überfrachtet mit einer zusätzlichen Information für den Sonderfall, dass man N gleich 0 eingibt, möge das Programm nicht weiterrechnen, sondern insgesamt aufhören. Das ist völlig willkürlich von mir gemacht. In vielen Fällen ist zum Beispiel 0 eine ganz wichtige Zahl, die man nicht ausschließen will. Weil was ich hier tue, ist, ich verändere den Definitionsbereich von N. Ja? Früher war das N irgendwie, formal ist N eine ganze Zahl. Eigentlich, wenn man sich das anschaut, in der Kombinatorik muss es eine nicht negative Zahl sein. Das sieht man hier nirgends, aber eigentlich sollten keine negative Zahlen vorkommen. Und ich habe jetzt willkürlich gesagt, und die Zahl 0 interessiert mich auch nicht. Die Zahl 0 soll nur ein Signal dafür sein, dass das Programm aufhört. Danke sehr. Bitte gern. Sie sehen in der Mitte wesentlich den bekannten Code zur Fakultätsberechnung für ein bestimmtes N und drumherum ein bisschen zusätzliche Syntax. Da oben steht static int fact int n. So, diese Zeile hier, die ich in Kürze noch genau erläutern werde, ist die Definition einer Funktion zur Berechnung von irgendwas, im konkreten Fall ist es die Fakultät, bei einem gegebenen Wert n. Und wenn wir es uns jetzt genauer anschauen, dann ist die Syntax die, dass wir mit diesem komischen Wort static hier beginnen. Das habe ich hier als einen noch unklaren Zusatz bezeichnet. Das müssen Sie mir wiederum einmal glauben. Das verstehen wir erst in den nächsten paar Stunden. Das muss man abschreiben. Das nächste ist schon ein sehr wichtiger Aspekt, den wir tunlichst heute verstehen sollten. Wenn Sie, ich gehe da noch einmal zurück. Wenn Sie sich diesen arithmetischen Ausdruck anschauen, dann erinnern Sie sich bitte auch gleichzeitig an meine Forderung, dass jeder Baustein eines arithmetischen Ausdrucks, also jeder Teilausdruck, nicht nur wenn man ihn ausrechnet, einen Wert hat, sondern auch einen Datentyp haben muss. Es muss immer klar sein, von welchem Datentyp das Ding ist, das da hier steht. Die wir uns jetzt seit Freitag, den 13. mit der Fakultätsberechnung befasst haben, wissen, dass da eine ganze Zahl herauskommt. Aber wie weiß es denn der Compiler? Und das geht eben dadurch, dass hier das Wörtchen int steht. Das ist der Datentyp für das Ergebnis dieser Funktion. Und wenn Sie jetzt wiederum hinunterschauen, das Ergebnis der Funktion wird durch einen eigenen Befehl, nämlich den Befehl return, also gib zurück, an das rufende Programm zurückgegeben. Der Befehl sieht so aus, dass eben nach dem Schlüsselwort return hier ein arithmetischer Ausdruck steht. Im konkreten Fall ist es nur die Abfrage des Inhalts der Variable Fakultät. Die Variable Fakultät hat ja am Ende des Durchlaufs hier den richtigen Wert gespeichert und dieser Wert wird als Funktionswert von der Funktion FAQ zurückgegeben. Und dieses int sagt im Wesentlichen aus, was der Datentyp von diesem Ausdruck sein muss. Wenn Sie hier, sagen wir, eine int stehen haben und hier stünde ein Ausdruck bei return, der eine Gleitkommazahl ergibt, dann würde der Compiler an dieser Stelle sagen, das passt nicht zusammen, denn hier brauchen wir wieder Typkompatibilität. Der Ausdruck, der hier steht, muss entweder tatsächlich vom Typ int sein oder durch eine implizite Typkonversion in int umgewandelt werden können.
Also das ist die Bedeutung dieses Wörtchens int hier. Wenn Sie eine Exponentialfunktion zum Beispiel berechnen, also e hoch x, dann wissen Sie, dass das Ergebnis natürlich eine Gleitkommazahl ist, ja, oder ein Sinus oder eine sonstige trigonometrische Funktion. Also es muss natürlich immer der Datentyp hier stehen, der für Ihre Aufgabenstellung adäquat ist. In unserem Fall ist die Fakultät eine kombinatorische Funktion, die eben ganze Zahlen liefert und daher ist int eine gute Idee. Möglicherweise wäre long noch eine bessere Idee, weil wir dann größere Zahlen verarbeiten könnten. Das ist mir hier aber nicht so wichtig, weil diese Beispiele ja nicht ernst gemeint sind, sondern reine Demonstrationsbeispiele sind. Schauen wir weiter, wie dieser Funktionskopf hier aussieht. Das nächste ist der Name der Funktion. Und dieser Name ist wie ein Variablenname selbst definierbar nach den üblichen Spielregeln von Java. Darf also keinem Schlüsselwort gleichen und er darf nicht mit einer Ziffer beginnen, aber sonst ist es relativ flexibel. Fak steht eben für Fakultät, damit ich nicht so viel schreiben muss, habe ich es nur Fak genannt. Danach sehen Sie, kommt eine runde Klammer auf, sofort wieder gefolgt von einem Datentyp und einem zugehörigen Parameternamen. Der Parameter ist der Platzhalter für die Größe, die von außen die Berechnung von Fak bestimmt. Das Unterprogramm Fak sagt, gib mir irgendein N, dann berechne ich dir hier mit diesem Code das N-Fakultät. Und während des Aufrufs wird eben jeweils ein aktuelles N übergeben. Und damit wir programmieren können, brauchen wir sozusagen einen Platzhalter. Diese Art von Platzhalter nennen wir Parameter von einem Unterprogramm. Und technisch sieht es genauso aus wie eine Variable. Es ist quasi eine Variable, die, wenn die Funktion aufgerufen wird, während des Aufrufvorgangs initialisiert wird. Ja, die braucht man nicht selbst zu initialisieren, sondern die kommt schon vorinitialisiert herein. Aber ansonsten ist es wirklich eine Variable. Sie haben hier also den Datentyp und den von Ihnen selbst definierten Namen. Das ganze Ding kann auch mehrere Parameter haben. Also wenn Sie zum Beispiel so ein Unterprogramm schreiben würden für den Binomialkoeffizient, dann müssten Sie, nach dem, was ich auf der vorhergehenden Folie angedeutet habe, zwei Parameter haben, nämlich das N und das K. Sie können beliebig viele Parameter haben, so viel Sie halt brauchen. Die Fakultät braucht genau einen Parameter. Daher wird hier nichts wiederholt. Und das, was dann noch kommt, ist der sogenannte Block oder Rumpf einer Funktion. Das sind einfach die Anweisungen, aus denen dieses Unterprogramm besteht. Diese Anweisungen geben eben an bei einer Funktion, wie dieser Funktionswert berechnet wird. In unserem Fall sind diese Anweisungen trivial. Wir haben es jetzt mehrfach durchbesprochen. Das einzige Neue ist, dass am Ende der Wert nicht einfach in der Variable Fakultät verbleibt, sondern über die Return-Anweisung an das rufende Programm zurückgegeben wird. Zu unserem Vokabular ist zu sagen, dass in einer Funktion oder einem Unterprogramm dieser Block hier, bestehend aus Name und allen Parametern, die sogenannte Signatur der Methode ist. Das wird sich später noch als notwendig erweisen, dass Sie dieses Vokabel kennen. Im Augenblick ist es von untergeordneter Bedeutung. Ich habe noch mal eine Frage. Ja, bitte. Bei dieser Folie, Sie haben gesagt, man kann beliebig viele Parameter benutzen. Würde man sie dann durch ein Komma in den Klammern beim Kopf abtrennen? Genau so. Also Sie sehen hier, ich habe jetzt einen Datentyp, das ist das int, ich habe ein n, das ist der Parametername und jetzt könnte ich diese Wiederholung hier machen. Beistrich hinschreiben, nächster Datentyp, Parametername, wieder ein Beistrich, wieder ein Datentyp, Parametername, bis ich genug habe und dann die schließende Klammer mache. Okay, perfekt, danke. Die Fakultät ist parametrisiert, also sie hat einen Parameter. Und hier wird noch einmal erklärt, was es damit auf sich hat. Ich habe also schon versucht, Ihnen mitzuteilen, dass das eben genau die Kommunikation zwischen dem aufrufenden Teil des Programms und diesem Unterprogramm ist, wo Werte vom Aufruf in dieses Unterprogramm übertragen werden. Und die Bezeichnung dieser Platzhalter im Funktionskopf hat jetzt einen spezifischen Namen. Wir nennen die formalen Parameter. Also wenn wir über Parameter von Funktionen ganz allgemein sprechen, ist alles Mögliche gemeint. Wenn wir von formalen Parametern sprechen, dann sind diese Platzhalter im Funktionskopf gemeint. Diese formalen Parameter, und ich wiederhole mich jetzt, wirken innerhalb der Funktion wie lokale Variablen und werden beim Aufruf im Hauptprogramm mit einem bestimmten Wert initialisiert. Und dieser Wert, der im Aufruf dort steht, ist ein Ausdruck und den Wert nennen wir den aktuellen Parameter. Also der aktuelle Parameter ist der Wert für n, der im Aufruf steht. Und der formale Parameter ist eben das, was hier als Platzhalter definiert ist.
Bei der Zuordnung des aktuellen Parameters zu diesem formalen Parameter gelten im Wesentlichen die Regeln einer Zuweisung. Das heißt, es muss auch wieder Typkompatibilität herrschen. Also wenn wir hier festhalten, dass die Fakultät genau einen ganzzahligen Parameter hat, dann können Sie sie nicht mit einem String aufrufen. Ja, Sie können sie auch nicht mit einem Double-Wert aufrufen, weil dann wird der Compiler sagen, Achtung, possible loss of precision oder sowas. Sondern wenn Sie das machen, müssten Sie mit einer expliziten Typkonversion den Double-Wert wieder in einen ganzzahligen Wert umwandeln. So, und jetzt habe ich aus dem Hauptprogramm die essentielle Stelle, bitte schauen Sie sich das an, hier herauskopiert. Das ist jene Berechnung des Binomialkoeffizienten, wo wir dreimal hintereinander die Fakultätsfunktion aufrufen. Und ich möchte jetzt noch einmal den Parameterübergabemechanismus demonstrieren. Wir erinnern uns, so ein Aufruf wird strikt von links nach rechts ausgewertet. Also als erstes wird offenbar der erste Aufruf der Funktion FAC ausgewertet. Und hier sehen Sie, dass der formale Parameter n mit diesem aktuellen Parameter n belegt wird. Das heißt, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Dieses n kriegt den Wert von diesem n. Dann fahren wir da durch, rechnen, rechnen, rechnen. Und mittels Return Fakultät kommt dann der Wert, der da hier herauskommt, als Rechenergebnis für diesen Teilausdruck zurück. Dann ist die Evaluierung dieses Teilausdrucks abgeschlossen und wir gehen in den nächsten hinein. Und hier sehen Sie, dass für diesen Aufruf von FAC der formale Parameter n jetzt durch den aktuellen Parameter k belegt wird. Das ist also diese Zuordnung hier. Danach wird das Ganze noch einmal durchgerechnet, jetzt für den neuen Wert. Dann wird wieder mittels Return das Rechenergebnis zurückgegeben und liefert das Evaluierungsergebnis für diesen Teilausdruck. Und last but not least wird jetzt der formale Parameter n mit dem aktuellen Parameter n-k belegt, wie Sie hier angedeutet sehen. Und daran erkennt man auch schön, dass die aktuellen Parameter Ausdrücke sind. Ja, hier sieht man, es ist ein arithmetischer Ausdruck, die Differenz von n und k. Es waren auch hier arithmetische Ausdrücke, nur hat das nicht so gesehen, weil es eben triviale arithmetische Ausdrücke waren, die nur aus einer Variablen bestehen. Aber hier sehen Sie aber sehr ordentlich, dass es sich ganz allgemein um einen beliebigen arithmetischen Ausdruck handelt. Er muss nur vom Typ her natürlich diesem Datentyp hier entsprechen. Sonst wird das Programm an dieser Stelle einen Syntaxfehler haben. Ein bisschen Lernstoff im Sinne von Vokabular. Unterprogramm ist der allgemeinste Begriff und wir können jetzt, wie immer, in der Wissenschaft ein bisschen eine Einteilung durchführen. Und die Unterprogramme kann man nach verschiedenen Gesichtspunkten einteilen. Ein Gesichtspunkt ist, zu welchem Zweck sie angelegt sind. Wir haben die Diskussion begonnen mit dem Beispiel der Fakultätsberechnung, wo eben ein Unterprogramm angelegt wird, um den Wert der Fakultätsfunktion zu berechnen. Und das ist eben typischerweise ein Unterprogramm, das wir eine Funktion nennen, nämlich ein solches, das beim Rücksprung einen Wert an das aufrufende Programm zurückliefert. Demgegenüber gibt es aber auch Unterprogramme, die keinen Wert zurückliefern, sondern nur deshalb ausgerufen werden, weil sie einen Seiteneffekt haben. Sie sollen etwas machen, etwas bewerkstelligen, aber nicht etwas berechnen. Und ein solches Unterprogramm haben wir, ohne es zu wissen, schon mehrfach verwendet. Das ist nämlich System Out Printline. Da ist der Seiteneffekt, dass irgendetwas auf dem Bildschirm ausgegeben wird. Berechnet wird hier nichts, sondern es wird die Zeichenkette, die Sie als Parameter von System Out Printline übergeben, am Bildschirm ausgegeben. Und ein solches Unterprogramm nennen wir eine Prozedur. Es gibt Programmiersprachen, wo diese Unterscheidung schon in den Schlüsselworten, die man zum Vereinbaren von Unterprogrammen verwendet, niedergelegt ist. Zum Beispiel in den Modularsprachen steht dort Function oder Procedure als einleitendes Schlüsselwort. In den C-Sprachen ist diese Unterscheidung eine sehr schlampige. Man sieht es sozusagen kaum beim Hinschauen. Man erkennt eine Funktion daran, dass an der Stelle des Datentyps des Rückgabenwerts ein sinnvoller Datentyp steht. Und man erkennt eine Prozedur daran, dass dort ein Spezialdatentyp namens Void steht. Void steht sozusagen für die Leere. Es kommt nichts zurück. Und ansonsten sind diese beiden Arten von Unterprogrammen in Java oder C oder C++ wahnsinnig ähnlich. Dann gibt es noch eine Art der Unterteilung, die ich jetzt nur erwähne, weil wir sie noch nicht wirklich gut verstehen können. Aber es gibt sogenannte eigentliche Unterprogramme. Das sind Unterprogramme, die einen selbstständigen Teil des Programms darstellen, alleinstehend sind. Die gibt es in Java gar nicht. Solche gibt es in C oder C++ oder in Modular, Pascal oder in allen möglichen anderen Programmiersprachen. In Java werden Sie eigentliche Unterprogramme gar nicht sehen, sondern in Java ist jedes Unterprogramm einer bestimmten Klasse zugehörig.
Sie sehen, obwohl wir noch nicht wissen, was eine Klasse ist, kennen wir sie doch, weil jedes unserer Programme mit dem Wörtchen Class oder Public Class beginnt. Und das ist eben die Hülle, in der sich so ein Unterprogramm in Java befinden muss. Und Unterprogramme, die einer Klasse angehören, heißen eben Methoden. Wenn ich mit Ihnen spreche, sage ich gerne Unterprogramm. Wenn ich es unterscheide gegenüber Unterprogrammen, die eigenständig sind und keiner Klasse zugehören, dann würde ich wahrscheinlich das Wort Methode verwenden. Und in vielen Fällen sagt man auch einfach Funktion. Ja, wobei eine Methode kann sowohl eine Funktion als auch eine Prozedur sein. Aber in vielen Fällen sagen wir, wenn es uns nicht auf diese Unterscheidung ankommt, sagen wir einfach auch das Wörtchen Funktion. Also in der Alltagssprache sind wir sehr schlampig. Im Rahmen einer Prüfungsaufgabe müssten Sie sozusagen diese zwei Unterscheidungsdimensionen erklären können. So, und jetzt kommt ein bisschen Übung. Zunächst einmal eine Übung, die keinen besonderen inhaltlichen Effekt hat, die nur dazu dient, dass wir gemeinsam uns den Unterprogramm-Aufrufmechanismus vor Augen führen. Bitte Sie, sich mit diesem Bild vertraut zu machen. Sie sehen hier ein klassisches Programmstück Main. Das ist also unser Hauptprogramm. Und wir sehen hier, sinnigerweise ist das die Klasse sinnlos, weil eben nichts Sinnvolles berechnet wird. Wir sehen hier innerhalb dieser Klasse zwei Unterprogramme. Ein Unterprogramm namens G, das grüne, und ein Unterprogramm namens F, das lilane. Beide Unterprogramme sind Prozeduren. Sie sehen hier, dass anstelle des Datentyps für die Rückgabe steht das Wörtchen void. Und beide sind, weil es in Java nicht anders geht, natürlich Methoden. Und der Zweck dieser Übung ist, dass wir im Einzelschrittverfahren ganz langsam versuchen, darauf zu kommen, wie so ein Unterprogrammaufruf funktioniert. Zunächst darf ich darauf hinweisen, dass wir hier wieder die Hitschet-Tabelle stehen haben, die dann ein Modell des Hauptspeichers darstellen soll. Das ist also jener Hauptspeicherbereich, der für unsere Übungen hier jetzt reserviert ist. Und an dieser Stelle, wo wir uns gerade befinden mit dem Kontrollfluss, wird die Variable a angelegt vom Typ int und mit 99 belegt. Und Sie sehen, an einer beliebigen Adresse, die ich jetzt nicht näher spezifiziert habe, ist offenbar genug Platz für einen Integerwert und da steht 99 drin und der Compiler weiß auch, dass das der Inhalt der Variable a ist. Und jetzt wird es spannend, jetzt springen wir in das Unterprogramm F, also in dieses Unterprogramm F ein. Und Sie sehen, F ist parametrisiert. Es hat einen Parameter vom Typ Integer. Und der formale Parameter heißt hier x, der aktuelle Parameter heißt hier 12. Und jetzt geht's los. Achtung, fertig, los. Und was ist jetzt passiert? Wir befinden uns jetzt vor dieser Anweisung, sind also schon innerhalb des Unterprogramms F. Wir sehen, dass hier ein Speicherplatz angelegt wurde für den formalen Parameter x und weil dieses x während des Aufrufs mit der Zahl 12 initialisiert wurde, steht auch schon die Zahl 12 hier drinnen. Zusätzlich, und das ist jetzt der Hänsel- und Gretel-Effekt, wurde hier quasi als Brotkrumen oder besser gesagt als Kieselstein, weil ja keine Vögel das wegnehmen können, die Adresse dieser Speicherzelle, wo dieser Code steht, der Code, der auf den Unterprogrammaufruf folgt, markiert. Warum? Damit die Maschine weiß, wenn sie aus dem Unterprogramm zurückkehrt, wo sie denn hin muss. Bevor ich jetzt hier irgendeine sinnlose Speicheradresse mir ausdenke, habe ich das symbolisch mit Hashtag 1, also die erste Adresse, markiert. Und es gibt hier eine Variable, die wir nicht sehen, die nur der Compiler verwendet, also das Laufzeitsystem verwendet sie eigentlich und der Compiler legt sie an, die den Rücksprung, die Rücksprungadresse speichert. Wir sind jetzt hier. X hat einen Wert 12. Was passiert hier jetzt? Es wird neuerlich eine Variable a angelegt und mit diesem Wert x belegt. Warum mache ich das? Ich mache das, um Ihnen zu demonstrieren, dass wir in so einem Programmkomplex auch mehrere Variablen a haben können, die miteinander nichts zu tun haben. Sie sehen hier das blaue a aus dem Hauptprogramm mit dem Wert 99. Wir sehen hier das lila a aus dem Unterprogramm f mit dem Wert 12, den es gerade bekommen hat, weil es den Wert von x gekriegt hat. So, und jetzt stehen wir vor dem Aufruf des zweiten Unterprogramms, nämlich g. Und hier ist der formale Parameter y. Und der aktuelle ist der Ausdruck a plus 2. Gemeint natürlich dieses a, also anders ausgedrückt dieses a. Es wird also offensichtlich g mit der Zahl 14 aufgerufen. Probieren wir das aus. Tatsächlich, wir befinden uns jetzt an dieser Stelle hier.
Der formale Parameter y wurde angelegt, mit der Zahl 14 initialisiert. Es wurde auch diese Rücksprungadresse vermerkt, heimlich. Darum brauchen wir uns nie mehr zu kümmern. Ich zeige es Ihnen nur, damit Sie ein Modell vor Augen haben, wie das funktioniert. Und jetzt befinden wir uns vor einer Anweisung int a ist gleich 100. Absichtlich noch einmal den Namen a verwendet. Jetzt haben wir ein drittes a, ein grünes a, das völlig unabhängig von diesen anderen a's existieren kann und jetzt den Wert 100 bekommt, wenn mir nichts Besseres eingefallen ist. Und jetzt passiert erstmals etwas, nämlich es wird auf der Konsole etwas ausgegeben, nämlich y plus a als Text und dann der Inhalt von y plus a. Und tatsächlich sehen wir, y plus a ist 114, das entspricht der Summe dieser beiden Variablen, also dieses Parameters y und der Variablen a. Und jetzt befinden wir uns hinter dieser Ausgabeanweisung, also quasi am Ende des Unterprogramms. Hier gibt es im konkreten Beispiel kein Return, das macht nichts, weil an der Stelle, wo das Unterprogramm aus ist, jedenfalls in das rufende Programm zurückgesprungen wird. Die Frage ist, wohin wird zurückgesprungen? Ja, das steht hier, an diese Stelle. Achtung, fertig, los, ich springe an diese Stelle zurück. Und was jetzt passiert ist, dass der ganze Speicherbereich, der vorhin noch in grün sichtbar war, nämlich für den formalen Parameter y und für die Variable a, und auch für diese versteckte Buchhaltungsvariable, die unsere Rücksprungadresse sich gemerkt hat. Das Ganze ist verschwunden, wird abgebaut wieder. Wir brauchen diesen Speicher nicht mehr. Und jetzt befinden wir uns wieder im Kontext des Unterprogramms f hinter dem Aufruf von g. Und jetzt kommt wieder eine Ausgabeanweisung, wo einfach der Wert von a ausgegeben wird. Also a hat den Wert 12, wie wir hier sehen. Das ist also nicht dieses a, auch nicht dieses a, sondern eben das lila a. Jetzt sind wir am Ende auch des Unterprogramms f angelangt und an dieser Stelle bereiten wir uns jetzt vor, wieder zurückzuspringen an das ursprüngliche Hauptprogramm und wir sehen, es gibt ja da abgelegt die Rücksprungadresse. Achtung, fertig, Rücksprung ins Hauptprogramm. Sie sehen wieder, der ganze Speicher ist zurückgegeben. Diese Variablen gibt es nicht mehr. Und jetzt befinden wir uns vor einem neuerlichen Aufruf von g. Diesmal wird der formale Parameter y mit dem aktuellen Parameter a initialisiert und alles andere machen wir jetzt einfach schnell. Also wir sind jetzt hier, das neue a wird mit 100 belegt, y plus a wird wieder ausgegeben, mit 199 am Schirm. Wir befinden uns am Ende und springen zurück und jetzt befinden wir uns auch am Ende des Hauptprogramms, springen zurück und das Programm ist aus. Ich hatte früher erwähnt, dass der Rumpf eines Unterprogramms ein sogenannter Block ist. Jetzt müssen wir uns mit dem Begriff eines Blocks einer Programmiersprache vertraut machen. Ein Block ist eine Programmeinheit, die es erlaubt, lokale Vereinbarungen zu treffen. Das sind also Vereinbarungen wie etwa Variablenvereinbarungen, die nur innerhalb dieses Blocks eine Bedeutung haben. Für uns ist es das einzig sinnvolle Beispiel, dass wir über Variablen hier sprechen. In einem Block existieren Variablen, die an der Stelle ihrer Vereinbarung zu leben beginnen und bis zum Ende dieses Blocks existieren. Wenn wir uns das Unterprogramm FAC wieder anschauen und zum Beispiel auf die Variable i fokussieren, dann sehen wir, dass der Lebensbereich oder Gültigkeitsbereich, wie wir wirklich sagen, Scope auf Englisch, von dieser Variable i dieser hinterlegte Teil ist, also von der Stelle ihrer Vereinbarung bis zum Ende des Blocks, in dem sie vereinbart ist. In welchem Block ist sie vereinbart? Das ist der Block, der diesem Unterprogramm FAC zugeordnet ist, der von hier beginnt und sich bis hierher erstreckt. In Java gibt es, so wie in vielen anderen Programmiersprachen auch, keine Unterscheidung syntaktischer Art zwischen einer Verbundanweisung, also einer Anweisungssequenz und einem Block. Beide werden mit geschwungenen Klammern dargestellt. Also es ist im Prinzip, fallen diese beiden Begriffe in Java zusammen. Es gibt allerdings Programmiersprachen, wo sie nicht zusammenfallen. Zum Beispiel PL1 wäre eine solche, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Schauen wir uns den Effekt an. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, aber jetzt halt ein letztes Mal. Wir haben das gesamte Programm hier jetzt in dieser Folie zusammengequetscht. Das ist das Hauptprogramm zur Berechnung des Binomialkoeffizienten und wir haben hier das Unterprogramm FAC und wir stellen fest, dass dieses n und dieses n zwei völlig verschiedene Dinge sind, die nur zufällig gleich heißen. In FAC ist es der formale Parameter, der von seiner Vereinbarung bis zum Ende des Blocks gilt.
Und in main ist es die lokale Variable n, die von hier bis hier gilt. Es sind zwei voneinander verschiedene Speicherbereiche, die auch unabhängig sind. Wir sagen, der Gültigkeitsbereich von diesem n ist im Wesentlichen FAC, während der Gültigkeitsbereich von diesem n das Hauptprogramm ist, konkret von dieser Stelle bis zum Ende des Hauptprogramms. Den Rest der heutigen Stunde möchte ich wieder mit Praxis verbringen. Und wir beginnen es, indem wir uns gemeinsam eine vereinfachte Form unseres NIM-Spiels anschauen. Ich habe hier die Hauptschleife, die das Spiel treibt, herausgenommen, den Anfang und das Ende jetzt aus Platzgründen weggelassen. Also erinnern wir uns, solange noch Streichhölzer übrig sind, Number ist die Anzahl der Streichhölzer, wird im Wesentlichen gerechnet. Am Ende wird die Anzahl der Streichhölzer entsprechend reduziert, um das, was der Computer weggenommen hat, oder wenn der Mensch dran war, was der Mensch weggenommen hat. Und die Spieler wechseln sich ab. Wenn es vorher Computers Turn war, ist es nachher nicht mehr Computers Turn. Oder umgekehrt, wenn es vorher nicht Computers Turn war, ist anschließend der Computer dran. Warum geht sich das auf einem Bildschirm aus? Weil ich den komplizierteren Teil, nämlich die Berechnung von Take, wenn der Computer am Zug ist, hier ausgeblendet habe, weil mich das an dieser Stelle gerade mal nicht interessiert, sondern mich interessiert im Wesentlichen, dass wir wieder einige Teile des Programms besser verstehen können. Und ich beginne mit dieser Anweisung. Ich habe immer gesagt, das schreiben wir hin, um etwas am Bildschirm auszugeben. Und tatsächlich handelt es sich um ein Unterprogrammaufruf. Das Unterprogramm heißt Printline, beziehungsweise, weil es in einer komplizierteren Struktur innerhalb des Java-Systems ist, System.out.println. Die Geschichte mit den Punkten müssen Sie mir noch glauben. Aber es ist ein parametrisiertes Unterprogramm, dessen Seiteneffekt ist, dass etwas am Bildschirm ausgegeben wird. So, meine Frage an Sie lautet jetzt, wie viele Parameter hat dieses Unterprogramm Printline? println hat ein Parameter, weil das Number in einen String gepasst wird, oder? Genau. Das hier ist ein Ausdruck, ein Zeichenkettenausdruck. Der besteht aus einem Zeichenkettenliteral, einer Integerzahl, die dann zunächst nicht dazu passt, die dann aber in eine Zeichenkette umgewandelt wird und mit dieser Zeichenkette verschmolzen wird. Also in Wirklichkeit haben wir hier einen Zeichenkettenwert. Das heißt, der aktuelle Parameter lautet hier zum Beispiel 17 Streichhölzer übrig als Zeichenkette. Das heißt, Printline muss einen formalen Parameter haben. Von welchem Datentyp ist der? String. Genau, der muss vom Typ String sein. Das nächste ist Unterprogramm hier, ist das Unterprogramm Print, das so ähnlich ist wie Printline, natürlich auch einen formalen Parameter vom Typ String hat. Und der aktuelle Parameter ist dieses Zeichenkettenliteral hier. Print und Printline tun quasi dasselbe, mit dem einzigen Unterschied, dass bei Print die Ausgabe in derselben Zeile dann fortgesetzt werden kann mit dem nächsten Printbefehl, während println wie println die Ausgabe durchführt und in die nächste Zeile überwechselt, sodass eine folgende Ausgabe in der nächsten Zeile steht. Und das dritte Unterprogramm ist das Unterprogramm in.nextInt. Und dieses Unterprogramm liest eine ganze Zahl von der Tastatur ein. Was ist das erste hier? Eine Prozedur oder eine Funktion? Also, wird hier ein Rechenwert ermittelt oder wird hier ein Seiteneffekt erzielt? Was ist der Seiteneffekt von Printline nochmal? Es wird was in der Konsole ausgegeben. Genau, das ist der Seiteneffekt von Printline. Daher handelt es sich um eine Prozedur. Daher habe ich hier ein P dazu geschrieben. Es ist kein Geheimnis, dass dann Print offensichtlich auch eine Prozedur ist. Auch hier wird kein Rechenergebnis ermittelt. Ganz anders ist die Sache allerdings bei NextInt. Sie sehen das schon daran, dass das nicht allein dasteht als Anweisung, sondern in einer Zuweisung. Das heißt, hier sind wir in einem arithmetischen Ausdruck. Wir müssen also NextInt auswerten und das kriegt irgendeinen ganzzahligen Wert, der dann im Ende an Take übertragen wird. Also handelt es sich um welche Art von Unterprogramm? Funktion oder? Natürlich, es ist eine Funktion, die berechnet aus den vielen Tastenanschlägen, die der Benutzer gibt, eine Zahl, eine ganze Zahl, die die interne Repräsentation der Tastenanschläge entspricht. Also wenn Sie die Taste 1 gefolgt von der Taste 2 gefolgt von der Taste 3 drücken, dann berechnet NextInt die Integerzahl 123 daraus und gibt sie zurück. Und daher wird das innerhalb eines arithmetischen Ausdrucks verwendet und nicht so wie hier als eigene Anweisung, sondern wird eben im Rahmen dieser Zuweisung hier benutzt. Also haben wir hier eine klassische Funktion. So, und zum Schluss
Wollen wir das Ganze noch ein bisschen verbessern? Denn an dieser Stelle gibt es eine geheime Hoffnung des Programmierers, der das geschrieben hat. Nämlich die geheime Hoffnung ist, hoffentlich stimmt der Wert überhaupt. Der Benutzer könnte auch einen idiotischen Wert eingeben, zum Beispiel beim Spiel minus 3. Ich kann nicht minus 3 Streichhölzer vom Tisch nehmen. Ich kann nur eine ganze, nicht negative Anzahl vom Tisch nehmen. Ich darf auch nicht gar keins vom Tisch nehmen. Auch 0 ist verboten, weil das die Spielregeln verbieten. Ich muss immer mindestens ein Streichholz nehmen. Und wir haben auch vereinbart, dass wir maximal 3, also im Programm maximal Max-Take Streichhölzer wegnehmen dürfen. Das heißt, eigentlich sind wir hier auf dünnem Eis, weil in dieser Version des Programms kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Also wenn Sie einen negativen Wert eingeben, ist Take negativ und Number wird dann um Take reduziert. Das heißt, in Wirklichkeit wird es erhöht. Also das führt zu ganz perversen Spielsituationen, die natürlich nicht im Sinne des Erfinders sind. Und die Überlegung ist, dass wir uns jetzt ein Unterprogramm basteln gemeinsam, dass wir anstelle von NextInt verwenden könnten, wo wir dann sicher sind, dass der eingegebene Wert tatsächlich im erlaubten Bereich liegt. Und dieses Unterprogramm soll im Wesentlichen diese beiden Statements ersetzen. Es soll also auch dem Benutzer die passende Frage stellen, also die Eingabeaufforderung auch von sich aus machen. Es soll also an der Konsole ausgeben, was zu tun ist, soll vom Benutzer den Wert einlesen und soll prüfen, ob dieser Wert in Ordnung ist oder nicht. Na, und wenn er nicht in Ordnung ist, dann soll es den Benutzer weiter belästigen und sagen, bitte gib einen vernünftigen Wert ein. Und ich habe ein Struktogramm dazu gebaut. Ich nenne das Unterprogramm Frag den Nutzer, auf Englisch Ask User. Und ich habe mir überlegt, dass wir hier 3 Werte übergeben könnten, 3 Parameter. Das eine ist der Text, der erläutert, was der Benutzer tun soll. Solcher Text wird auf Deutsch Eingabeaufforderung genannt und auf Englisch ist das ein sogenannter Prompt. Und dann das Intervall, in dem die Eingabe zu erwarten ist. Also im Beispiel von NIM-Spiel bei uns 0 bis Max-Take, aber es könnten ja auch andere sinnvolle Intervalle sein. Also eine Untergrenze Min und eine Obergrenze Max. Und der Algorithmus dieses Unterprogramms wäre, dass wir beginnen, die Eingabeaufforderung auszugeben. Also wir geben am Bildschirm den Prompt aus, damit der Benutzer weiß, was zu tun ist. Dann lesen wir von der Tastatur die Zahl ein. Dann prüfen wir ab, ob die Zahl in Ordnung ist. Das heißt also konkret, ob sie größer gleich diesem Minimum ist. Und gleichzeitig aber, das ist ein logisches Und hier, das entspricht in Java dem Doppel-Und. Und gleichzeitig, ob die Zahl kleiner oder gleich der Obergrenze Max ist. Wenn das beides zutrifft, dann haben wir nichts zu tun, weil die Zahl in Ordnung ist. Wenn eines von den Dingen nicht zutrifft, geben wir einfach eine Fehlermeldung aus. Und damit der Benutzer dann eben weiter von uns gequält wird im Falle einer Fehlermeldung, steht hier das Ende einer fußgesteuerten Schleife, einer Du-Schleife. Da steht, bitte wiederhol das Ganze, solange die Zahl noch falsch ist, solange also die Zahl entweder kleiner als die Untergrenze ist oder größer als die Obergrenze ist. Solange eine dieser Fehlerbedingungen zutritt, geh wieder darauf, gib neuerlich eine Eingabeaufforderung aus, lese wiederum eine Zahl ein, prüfe wieder. Und nur wenn die Zahl dann stimmt, ist diese Bedingung nicht mehr erfüllt und wir fallen durch zum nächsten und da steht schon die Zahl zurückgeben. Der Zweck der Übung ist, dass wir uns einmal auf diesen Bereich fokussieren und dafür ein Unterprogramm schreiben, das mit einer bestimmten Eingabeaufforderung ausgestattet wird, das mit einer bestimmten Untergrenze, nämlich konkret 0, ausgestattet wird und das mit einer bestimmten Obergrenze ausgestattet wird. Und diesen im Wesentlichen, diesen beiden Dinge ersetzen soll. Also, damit wir das machen, tun wir mal das auskommentieren, was hier steht. So, als Erinnerung, wie es ursprünglich war, und schreiben jetzt das hin, was ich gerne erreichen möchte. Ich möchte gerne ein Unterprogramm AskUser verwenden statt NextInt und das ist parametrisiert, nämlich mit dem Text, um den es geht. Mit der Untergrenze, mindestens muss die Zahl 1 eingegeben werden, kleinere Anzahl von Streichhölzern ist nicht wegnehmbar und die Höchstgrenze heißt hier, wenn Sie sich erinnern, Max-Take.
Also die Obergrenze ist MaxTag. Und dann machen wir hinten einen Strichpunkt und haben im Prinzip für taktisch richtigen Unterprogramm auf. Leider Gottes ist das Ding noch rot, einfach deshalb, weil es dieses Unterprogramm noch nicht gibt. Das müssen wir eben jetzt schreiben. Dazu könnten wir jetzt alles mit der Hand machen. Wir können aber auch diese Glühbirne, dieses Helferlein hier abfragen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit diesem Fehler umzugehen. Eine lautet Create Method Ask User. Und das tun wir. Und wenn wir jetzt aufpassen, sehen wir, dass bereits für uns aus diesem Aufruf, der hier stammt, eine entsprechende Methode gebaut wird. Das heißt, der Methodenkopf und ein leerer Rumpf werden gebaut. Die Private Static steht für die verschiedenen noch unklaren Zusätze, die ich jetzt nicht erkläre. Der Datentyp ist offensichtlich int, wieso weiß der Compiler, dass wir int wollen? Einfach deshalb, weil es offenbar in einem Kontext vorkommt, wo int verwendet wird. Es muss ja zuweisungskompatibel zu take sein und take ist, wenn Sie sich zurückerinnern, irgendwo steht eine Integer-Variable. Der Compiler rät, dass es sich offenbar um eine Funktion handeln muss, die int zurückliefert. Und außerdem sieht er drei aktuelle Parameter, nämlich eine Zeichenkette, eine ganze Zahl und noch eine ganze Zahl. Und daher erzeugt er gleich drei halbwegs passende formale Parameter. Ich habe gesagt, ich möchte diesen String nicht S nennen, sondern Prompt. Möchte außerdem da immer ein Leerzeichen haben. Übrigens hier auch. Das ist so meine Art, in der Definition eines Unterprogramms etwas großzügiger zu sein mit den Leerzeichen. Das I ist keine gute Idee. Das soll heißen Minimum, wenn Sie sich an mein Struktogramm erinnern. Und das MaxTake soll allgemein Max heißen. Es gibt eine Zahl, die wir vom Benutzer einlesen. Und diese Zahl, dafür braucht man natürlich eine Variable. Die vereinbaren wir gleich. Die Do-Schleife geht so lange, diese Zahl nicht in Ordnung ist. Wenn Sie sich erinnern, ich hatte das im Struktogramm auch schon angegeben, solange Number entweder kleiner ist als das Minimum, dann passt sie nämlich nicht. Oder, und jetzt kommt das Java-Oder, Zahl ist größer als das Maximum. Solange das der Fall ist, soll hier innerhalb der Schleife diese Eingabearbeit geleistet werden. Zu der kommen wir noch. Aber wir können jetzt schon sagen, wenn wir aus dieser Schleife herauskommen, gilt die Negation von dem. Solange das der Fall ist, sind wir in der Schleife. Das heißt, wir kommen nur raus, wenn das nicht der Fall ist. Das ist eine Bedingung vom Typ A oder B. Wenn wir die verneinen, haben wir nicht Klammer auf A oder B. Mit der Regel von de Morgan lösen wir die Klammer nicht Klammer auf A oder B Klammer zu auf, kommen zu nicht A und nicht B. Das heißt, wenn wir herauskommen, gilt auf alle Fälle jetzt das verneint, also Number größer gleich Min, das umgedreht und das verneint, also Number kleiner gleich Max. Dann haben Sie jetzt auch ein gutes Beispiel für die Regeln von de Morgan gesehen. Und dieser Ausdruck heißt einfach, Number ist im erlaubten Bereich. Und damit können wir Number an das rufende Programm zurückgeben. So, jetzt haben wir den Anfang des Unterprogramms fertig. Wir haben sogar das Ende fertig. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Tatsache, dass wir jetzt den Benutzer zwingen müssen, hier ein bisschen etwas einzugeben. Und wenn wir uns erinnern, wie das ursprünglich ausgesehen hat, Sie sehen es da oben, wir haben ein System-out.print gemacht, das machen wir da auch. Was geben wir aus? Welche Eingabeaufforderung geben wir aus an dieser Stelle? Prompt, String genau. prompt. Wir haben ja gesagt, schauen Sie sich das an, der Text, den wir haben wollen, den haben wir hier als ersten aktuellen Parameter übergeben. Und das ist natürlich jetzt auch hier dieser erste formale Parameter. Und mit dem hätte ich gerne den Benutzer informiert, was er zu tun hat. Und jetzt müssen wir dem Benutzer die Chance geben, etwas einzugeben. Und das machen wir, indem wir das hier übernehmen. Und schon sind wir fertig. Der Benutzer wird informiert, was er tun soll, darf hier einen Wert eingeben. Hier wird der Wert geprüft. Wenn er fehlerhaft ist, wird einfach stur der Prompt noch einmal ausgegeben. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz befriedigend, das werden wir gleich ausprobieren. Ich nehme jetzt minus 2. Und Sie sehen, er lässt sich nicht abspeisen. Minus 2 geht nichts. Es geht auch mit 0 nichts. Und ich kann auch nicht 8 eingeben, weil die ersten beiden sind kleiner als das Minimum.
Das andere ist größer als das Maximum. Aber ich kann zum Beispiel 2 eingeben. Und dann geht das Programm weiter. Wenn ich gleich 2 eingebe, geht das Programm sofort weiter. Wenn ich wieder 0 eingebe, bleiben wir, ich zeige es jetzt Ihnen noch einmal her, in dieser Schleife stehen. Hier wird die 0 eingegeben. Hier wird festgestellt, die 0 ist kleiner als das Minimum, weil das Minimum ist ja 1, ja, wenn Sie sich erinnern. Wir haben das ja hier mit dem Minimum 1 übertragen. Also bleiben wir einfach in dieser Schleife stehen. Was will ich Ihnen jetzt noch einmal sagen? Erstens eine Warnung, wenn Sie hier die Einstellung von dieser Entwicklungsumgebung haben, die ich auch habe, dann werden Literale als aktuelle Parameter, das ist ein Literal und das ist ein Literal, annotiert vom Editor mit dem zugehörigen Parameternamen. Also, ich stelle hier fest, beim Durchhinschauen, dass der formale Parameter prompt hier durch mein Literal, wie viel nehmen Sie, belegt wird. Und der formale Parameter min wird durch mein Literal 1 belegt. Dort, wo ich einen Variablennamen habe, der vermutlich, so glaubt die Entwicklungsumgebung, einen halbwegs selbsterklärenden Namen hat, erspart sich das. Diese grauen hinterlegten Ergänzungen sind nicht Java. Das ist eine optische Täuschung sozusagen der Entwicklungsumgebung, die aber sehr praktisch ist. Aber Sie dürfen das nicht so hinschreiben, dann kriegen Sie Syntaxfehler. Was würde zum Beispiel passieren, wenn ich hier 3 herschreibe? Dann sieht er, dass das auch ein Literal ist und macht sofort wieder einen erläuternden Kommentar dazu. Das ist das eine, was ich Ihnen sagen wollte. Und das zweite ist, dass diese Art, stillschweigend immer wieder das Gleiche zu fragen, ja, jetzt nicht besonders benutzerfreundlich ist. Sondern wir sollten eine Fehlermeldung ausgeben. Und insofern werden wir jetzt das Programm hier verbessern, indem wir hier schon prüfen, was denn falsch ist. Wenn die Zahl kleiner als das Minimum ist, dann könnten wir dem Benutzer vielleicht sagen, system.out.println, bitte nur Werte größer gleich plus min eingeben. Man hat eine Chance, sein Verhalten zu verbessern sozusagen. Wenn das nicht der Fall ist, sondern in Ordnung ist, gibt es immer noch die Chance, dass Number eventuell größer als das Maximum wäre. Probieren wir das jetzt und schreiben hin. Bitte nur Werte kleiner oder gleich dem Maximum eingeben. Okay? Und wenn das auch nicht der Fall ist, dann ist eigentlich die Zahl in Ordnung. Das heißt, wir können jetzt hier es dabei bewenden lassen und schauen mal, was passiert. Okay, wo ist mein Fehler? Ja, das if fehlt hier. Ah, ich habe else geschrieben. Gemeint ist else if. Wir machen einen neuen Run und jetzt funktioniert es. Und jetzt probieren wir 0 für Steichhölzer. Bitte nur Werte größer gleich 1 eingeben. Jetzt kann ich die noch einmal versuchen, minus 2 zu sagen. Ist natürlich auch falsch. Bitte nur Werte größer gleich 1 eingeben. Und jetzt gebe ich 7 ein. Bitte nur Werte kleiner gleich 3 eingeben. So, jetzt kann ich 5 nehmen, also Entschuldigung, 3 nehmen. 3 und 3 und dann bin ich fertig. Das ist jetzt soweit in Ordnung. Jetzt können wir es programmiertechnisch noch ein bisschen überlegen. Hier wird geprüft. Und wenn ich jetzt hier ein else hergebe, das ist syntaktisch nicht erlaubt, weil ich immer eine Anweisung brauche. Eine Anweisung, die syntaktisch schon erlaubt wäre, einfach die Leeranweisung, die nur durch den Strichpunkt definiert ist. An dieser Stelle gilt jetzt number ist im erlaubten Bereich. Und hier im While wird jetzt noch einmal die Number geprüft, obwohl wir sie eigentlich gerade geprüft haben und für gut befunden haben. Ich mag das nicht so gern, wenn Dinge öfters als einmal geprüft werden, nicht wegen des Rechenaufwands, der damit verbunden ist, sondern dass, wenn man das Programm später umbaut, man garantiert bei solchen Dubletten dann Fehler macht, weil man die dann beide ausbessern muss. Also was meine ich damit, wenn zum Beispiel jemand sagt, okay, das Max und das Min soll nicht angenommen werden. Also es muss immer kleiner gleich Min und größer gleich Max sein. Dann kann man es hier locker verbessern. Aber dann besteht die Gefahr, dass man es hier vergisst. Also Dubletten sind an sich keine gute Idee. Ich gebe Ihnen jetzt eine erste Radikallösung. Ich schreibe hier hin
Das wird zur Endlosschleife. Wie kriege ich eine Endlosschleife zusammen? Ich schreibe einfach while true hin und sage, an der Stelle, wo Number im erlaubten Bereich ist, machen wir ein Break. So, jetzt haben Sie das Break in Aktion gesehen. Solange wir nicht zu diesem Break kommen, bleiben wir in dieser formalen Endlosschleife hängen und wählen den Benutzer noch und noch und noch. Nur wenn beide Prüfungen hier falsch ergeben, sind wir tatsächlich im erlaubten Bereich und verlassen die Schleife und setzen hier fort. Das war jetzt die schnellste Änderung, so dass ich diese redundanten Codestücke, zweimal wird etwas geprüft, vermieden habe. Allerdings mit dem Preis, dass wir ein bisschen die strukturierte Programmierung verlassen, weil wir ja hier heimlich einen Sprungbefehl einführen. Eine andere umständlichere, aber programmierphilosophisch schönere Variante wäre zu sagen, wir führen hier einen Prüfwert ein, Boolean Number is okay. Am Anfang soll das falsch sein, weil Number ja noch nicht geprüft ist. An der Stelle steige ich jetzt nicht aus der Schleife aus, sondern sage einfach, Number is okay ist endlich wahr geworden, weil sie geprüft ist. Und statt while true schreibe ich, solange not Number is okay. Solange die Zahl noch nicht in Ordnung ist, bleibe ich in dieser Schleife. Und sobald sie einmal als in Ordnung erkannt wurde, wird diese boolesche Variable auf true gesetzt, damit ist dieser Ausdruck false und wir hören mit der Schleife auf. Also das wäre die etwas umständlichere, aber im Sinne der strukturierten Programmierung sauberere Lösung. Bei so kleinen Programmstücken wie bei diesem können wir mit beiden Lösungen leben, also sowohl mit dem Break als auch mit dieser Lösung. Wahrscheinlich ist diese Lösung letzten Endes leichter verständlich, wenn man sich entsprechende Mühe mit den Variablennamen gibt. Ist schon deshalb false hier, weil Number ja noch gar keinen Wert hat. Daher kann es gar nicht okay sein. Hier kriegt sie zwar einen Wert, aber es muss der Wert erst geprüft werden, ob er beide Prüfungen besteht. Nur wenn wenn er hier weder in diese Fehlermeldung noch in diese Fehlermeldung hineinkommt, nur dann ist der Wert richtig. Soweit, so gut. Und jetzt können wir zum Schluss noch dieses Unterprogramm, das jetzt hier einfach einen sinnvollen Wert vom Benutzer einliest, mehrfach verwenden. Wir können zum Beispiel hier hinschreiben, statt ist gleich 13, schreiben wir einfach hin ask user. Als erstes den Text, dann nehmen wir gleich diesen Text hier. Eine Untergrenze, sagen wir, 10 müssen es mindestens sein. Eine Obergrenze, das ist jetzt ein bisschen künstlich. In Wirklichkeit geht das ja mit beliebig vielen. Aber begrenzen wir es mit 99 und sagen jetzt, ab nun ist die Anzahl der Streichhölzer, die im Spiel sind, flexibel gestaltet. Und statt dem 3 schreiben wir hin, ask user, wie viele Streichhölzer darf man pro Zug höchstens nehmen? Beistrich. Wie viele darf man höchstens nehmen? Also mindestens eins muss man wohl nehmen. Und wie viele sind sinnvoll? Sagen wir 9. Also hier sind die Obergrenzen ein bisschen gewaltsam gewählt. Hier auch die Untergrenze. Probieren wir es jetzt aus. Jetzt können wir das Spiel mit 5 Streichhölzern spielen. Aha, zu wenig. Gut, dann spielen wir es halt mit 11. Und wie viele darf man pro Zug höchstens nehmen? 10. Das geht auch nicht, also sagen wir es 9. Er beginnt. 11 Streichhölzer sind übrig. Er nimmt ein Holz. Jetzt sind noch 10 übrig. Ich nehme 7. Und der Computer hat uns wieder ausgetrickst.